Hallo und willkommen zurück, meine Lieben, zu Animal Crossing am Montag. Heute mal ganz besonders früh, wie ihr schon seht. Kurz vor 7 gerade mal. Mir war mal danach. So, schauen wir mal direkt nach der Post eben. Oh. Ah, eine Menge Briefe hier. So, ich schau mal gerade, was wir da haben. Von Museum. Ein Triceratops-Schwanz. Okay. Ein Trilobit. Sehr schön. Was haben wir da noch? Und einmal Bernstein. Okay. Gut, ich tue die mal eben dahin. Jetzt rödeln meine Nachbarn hier gerade durchs Haus. Ich hoffe, das hört man nicht groß im Hintergrund. Wunderbar. Kaum fängt man mit der Aufnahme an. Das ist natürlich sowas. Sehr schön. So, und das Schlimme ist, ich lauere hier schon den ganzen Tag darauf, weil ich nämlich auf ein Paket eigentlich warte. Aber das kommt natürlich nicht, aber stattdessen 5000 andere Sachen. So, an Redmaker, sag mal, willst du mich veralbern? Findest du es lustig, Briefe zu schreiben, die keiner versteht? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Tschüss, Dolly! Ja, das kennen wir ja schon, ne? Briefe, die keiner versteht. Ach, na guck an. Hallöchen, Redmaker. Ich bin sicher, du hast mich flussauf und flussabwärts gesucht. Aber ich bin weg, einfach so abgehauen. Nicht, weil ich dich nicht mag. Es war Zeit zu gehen. Leb wohl, Roswitha. Na gut, dann ist die auch schon wieder weg. Die war ja dann aber gar nicht lange da. Mitteilung an Redmaker. Es kann sehr lange dauern, bis du eine vollständige Möbelserie hast. Bau doch auf die Hilfe der Nachbarn. Kaufe, verkaufe und tausche, bis du hast, was du brauchst. Akademie des schönen Hauses. Ja, kaufen, verkaufen ist ein guter Tipp. Das mit dem Tauschen hat bisher noch nicht so oft geklappt, würde ich sagen. Und was haben wir da noch vom Tom? Eine Birkenfeige ist heute im Sonderangebot. Na gut. So, dann wollen wir die aber mal alle weghauen. Brauchen wir ja nicht. Und ich schreibe mal direkt auch eben Briefe vor. Mir fällt im Übrigen gerade auf, jetzt haben wir natürlich gar keinen Brief wegen dem Angelturnier bekommen, ne? Mir fällt noch was anderes auf, dass das nämlich sich sehr interessant anhört. Museum, Herzchen, Küsschen, Redmaker, ja. Ist ja herzallerliebst, wie wir hier mit dem Museum kommunizieren. Gut, ich werfe mal einen Blick auf die Info eben. Weil offensichtlich haben nicht wir gewonnen. Die Dolly hat gewonnen. Oh, sehr hübsch. 68 Zentimeter. Das ist natürlich aber auch ein ordentlicher Fisch gewesen. Mal sehen, was sie als nächstes, was sie nächstes Mal rausholte. Bartolo, ja, da bin ich selber gespannt. Aber wir haben ja schon mal gewonnen, mein Gott. Ich hab's ja auch gestern ein bisschen riskiert, da haben wir ja nicht gerade die dicksten Fische abgegeben. Merke, wir brauchen Flussbarsche. So, was wollte ich denn jetzt hier? Ich bin hier gerade total verwirrt irgendwie. Bin so ein bisschen neben der Spur. Toller Plan mit. Oh, ich nehme mal ein bisschen was auf, ja, und bin jetzt hier total planlos. So, den Regenschirm wollte ich nämlich ganz genau. Dann kann ich den mal eben austauschen, weil ist ja heute wieder Mistwetter. Und dann legen wir den einmal hin. So, und wieder raus. Jetzt gehe ich natürlich davon aus, dass um die frühe Uhrzeit wahrscheinlich auch der Laden noch gar nicht aufhaben wird, ne? Wir können natürlich mal vorbeigehen und gucken. Wir können aber auch mal was anderes kurz schauen. Da wohnt noch jemand. Franka, okay. Das ist unser Neuankömmling. Da gehen wir gleich mal rum. Ich weiß ja nicht, ob diese Person schon wach ist. Geschweige denn, wer diese Person überhaupt sein mag. Hallöchen, guten Morgen. Naja, nicht so gut. Es hat seit Tagesanbruch in Strömen geregnet. Ganz schön deprimierend, findest du nicht auch? Doch jetzt, wo ich dich getroffen habe, ist es schwer, deprimiert zu bleiben. Ach, du wunderbare Du. Also, Redmaker, was willst du? Wir plaudern mal einfach noch ein bisschen. Sag mal, Redmaker, was machst du für gewöhnlich mit den Insekten und Fischen, die du hier in der Gegend fängst? Du kannst natürlich die, die leicht zu fangen sind, verkaufen oder freilassen. Aber wenn du ein wirklich seltenes Exemplar fängst, solltest du es Zeugen ins Museum bringen. Auf diese Weise kannst du es sehen. Auch alle anderen können das. Du verbesserst also das Kulturangebot. Ich verlasse mich auf dich, Redmaker. Lass mich nicht hängen. Ja, wir geben unser Bestes, Annette. Keine Sorge. Wir haben ja schon fleißig Sachen abgegeben. So ist es ja nicht, ne? So, ich guck mal einfach hier so ein bisschen rum jetzt, weil ich glaube, die meisten werden eh noch schlafen hier. So wie die Sita. Ach, die wacht aber von alleine auf und geht rein. Gut. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich habe jetzt ein, zwei Tage nicht aufgenommen gehabt. Sollte nicht eigentlich auch die Smeralda irgendwo da sein? Ich guck mal gerade, hatte ich mir dazu was aufgeschrieben? Ja, 14. Juni, Smeralda. Da haben wir sie aber nicht gesehen gestern, ne? Gestern war ja das Angelturnier. Naja, mal gucken. Vielleicht finden wir irgendwo das Zelt von ihr. So, du hast mit Sicherheit noch zu, ab 9 Uhr erst, oder? Ja, vielen Dank für deine Treue. Unsere Öffnungszeiten 9 bis 22 Uhr. Ja, na gut.
dann werden wir da heute verkaufstechnisch ein bisschen in die Röhre schauen. Das macht aber nichts. Das wusste ich ja vorher schon. So, das Fossil nehmen wir einmal mit. Gut, dann gehen wir mal so ein bisschen einfach herumlaufen heute. Weil ich dachte mir, wir können ja vielleicht ein bisschen angeln auch oder so. Gut, Tano geht auch rein, der geht bestimmt erstmal pennen. Der ist ja auch eher die Nachteule hier bei uns. So, ich guck mal einfach hier überall ein bisschen lang. Ah, das ist ein kleiner Fisch. Ich weiß nicht, ob ich den rauskriegen kann. Ne, Schirm brauche ich nicht, Angel brauche ich. Ich versuche mal mein Glück. Wir haben ja heute eh nichts zu tun. Ich dachte mir eh so, wir machen mal vielleicht so ein bisschen Angeltour oder sowas, keine Ahnung. Naja, eigentlich albern, ne? Wo wir gestern das Angelturnier hatten. So, ich höre irgendwo Schritte. Ach, die Anna. Hallo, Anna. Na, Fisch? Na, der will nicht so ganz. Ah, jetzt doch. Ah, jetzt aber ganz knapp am Rand hier. Was haben wir denn da? Eine Flussgrundel. Gut, die haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ja, da applaudiert die Anna sogar noch. So, ich nehme mal die Schaufel in die Hand. Ich glaube, heute werden wir mehr Fossilien jagen als sonst was dann wohl. Hallo, Anna. Wenn das nicht Redmaker ist, wohin des Weges an so einen lausigen Tag? Ja, das frage ich mich selber noch. An Tagen wie diesem bleibt man am besten zu Hause und geht die Dinge langsam an. Also, Redmaker, was willst du? Ja, ich weiß selber nicht so genau. Ich habe Langeweile. Hey, ist das eine Flussgrundel? Ja, habe ich gerade geangelt. Unglaublich, sie ist in ziemlich gutem Zustand. Ja, das will ich hoffen. Ich habe noch nie etwas derartiges gesehen. Würdest du sie mir für 1040 Sternis verkaufen, bitte? Ja, komm, machen wir mal. Wirklich? Dankeschön. Ja, kein Ding. Wir haben die eh schon zigmal gehabt. Hier sind, wie versprochen, deine 1040 Sternis. Lass mich bitte wissen, wenn du einen Fisch oder ein Insekt loswerden möchtest. Ja, können wir gerne machen. Zumal du offensichtlich mehr zahlst als Tom Nook. Vielleicht sollte ich öfter mal morgens rumlaufen und hier einfach den Viechern die Sachen verkaufen. Ach, der Toni. Du bist ja auch ein Frühaufsteher. Was ist denn hier los? Guten Morgen, Korall. Ich bin heute früh aus dem Bett gehüpft, um den Tag zu begrüßen. Doch sieh dir mal diesen Regen an. Scheußlich. Es scheint dir jedoch überhaupt nichts auszumachen. Bist du wasserfest? Ja, anscheinend. Hey, sag an, was kann ich für dich tun? Ein bisschen labern. Hey, ich war letztens drüben bei dir. Dein Gyroid ist einfach fantastisch. Ich habe ihn beobachtet, wie er sich immer schneller gedreht hat und total ausgeflippt ist, als ich näher kam. Er hat mich total angesteckt. Warum bewegt er sich überhaupt so? Das ist unser Geheimnis, sag ich mal diesmal. Die hatten wir schon ein paar Mal die Frage. Prima, dann eben nicht. Soll mir recht sein. Kümmert mich nicht. Ich werde mich verstecken, dein Gyroid jeden Tag beobachten. Bis ich die Geheimnisse seiner verrückten Bewegung gelernt habe. Wirst schon sehen. Ja, dir glaube ich das sogar. Dir traue ich das zu, Toni. Wenn auch sonst keinem, aber dir definitiv. So, was machen wir denn jetzt mal hier? Ich habe echt gar keinen Plan so. Ich würde mal sagen, wir können eigentlich mal bei der... wie heißt das? Bei der Polizeiwache rum? Ach, guck mal, die ist ja doch wach. Ich nehme jetzt mal doch den Schirm. Das sieht ja mal aus, als würde ich die Leute erschlagen wollen. Wenn das nicht Redmaker ist, wohin des Weges an einem so lausigen Tag? Ja, das wurden wir gerade schon mal gefragt. Also, Redmaker, was willst du? Ein bisschen labern will ich. Und, hast du schon beim großen, aufregenden Angelturnier mitgemacht? Ja, zweimal. Einmal haben wir erst gewonnen. Wenn du einmal mitmachst, lässt es dich nicht mehr los. Ja, deswegen hast du auch gewonnen dieses Mal. Du wirst schon bald an den Sonntagen bei Tagesanbruch aufstehen. Ja, bei Tagesanbruch ist jetzt vielleicht übertrieben, aber... Nee, wir wollen es ja hier nicht überziehen. Sonst kann ich demnächst so eine, ja, 8-Stunden-Folge Animal Crossing raushauen. Wir gehen 8 Stunden angeln. Das ist bestimmt super spannend für euch. So, was haben wir denn da? Das haben wir auch schon mal gehabt, ne? Eine Barbe, genau. Die Sachen sehen morgens in dem Licht einfach ein bisschen anders aus. Da bin ich mir nicht jetzt sofort sicher gewesen. Oh, ich glaube, ich höre die Stadtglocke. Ja, okay, genau, bald 7 Uhr ist. Na gut. So, ich gehe mal hier überall einfach so ein bisschen rum. Ist hier irgendwas Spannendes? Nein, okay. Kann man ja bei der Gelegenheit mal eben ein bisschen nach Unkraut schauen und sowas, ne? Ist ja auch nicht verkehrt. So, hallo Harry. Wie ist denn mit der Smeralda oder sowas? Magst du mir irgendwas dazu sagen? Ja, ein Frühaufsteher, natürlich, natürlich. So, erzähl mal, was ist denn hier so los? Ein störendes Zelt wurde heute im Feld C2 gesichtet. Mir geht sowas nicht.
Nachforschung zufolge handelt es sich um das Zelt der geheimnisvollen Wahrsagerin Smeralda. Wenn das überhaupt ihr echter Name ist. Redmaker, beabsichtigst du, dir deine Zukunft von diesem Medium vorhersagen zu lassen? Ich hörte, ihre Vorhersagen seien unheimlich akkurat. Ich wäre vorsichtig mit dem, was ich mir wünsche. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so unrecht. Ich sehe aber gerade, dass wir hier erstmal noch was ausgraben können. Viel spannender. Naja, viel spannender eigentlich nicht, aber... ne, wir nehmen es halt mit. So, ein Fossil, dankeschön. Mal eingetütet. Na, jetzt wollte die Taste nicht so, wie ich es wollte. Das Fossil tun wir mal da rein. So, dann gehe ich jetzt aber trotzdem noch hier rein, weil wir haben, wie gesagt, heute eigentlich eh nichts zu tun. Dann können wir uns auch ein bisschen hier mal Zeit lassen. So, hallo Puff. Ja, genau, das kennen wir ja auch schon. Dann lass doch mal schauen. Wir waren ja letztens hier kurz drin, aber da habe ich ja gesagt, gucken wir die Tage mal. Dann ist heute mal die Tage. Was haben wir denn hier? Ein Moosstein. Ja, das ist meiner. Den habe ich schon gesucht. Ist mir beim Aufräumen abhandengekommen. Gut, dann gucken wir mal, was wir für Klamotten noch finden. Ein Apfeloutfit. Hat mir das nicht irgendjemand gegeben oder verkauft? Weiß ich gar nicht mehr. Hatten wir auf jeden Fall die Tage. Ja, ist unseres, auf jeden Fall. Und eins haben wir noch. Ein 9er Outfit. Das hatten wir doch auch letztens. Bin ich jetzt doof? Sind das nicht alles Sachen, die wir letztens verkauft haben oder so? Jetzt bin ich verwirrt. Egal. Ich meine aber schon, dass wir die letztens hatten. Naja, man weiß es nicht. So, ja, vielen Dank für deinen Besuch. Immer wieder gerne, Herr Wachtmeister. Da fällt mir gerade mal so spontan ein als Idee. Dann können wir ja eigentlich mal hier vorne beim Strand mal langlaufen. Morgens liegt ja ganz gerne, also vormittags generell liegt ja ganz gerne mal der Gullibauch irgendwo hier. Man weiß ja nicht, vielleicht ist er irgendwo angespült worden. Hallo Lupo. Ach, der wacht auch selber auf und geht rein, das ist sehr schön. So, zum Angeln bin ich hier mal gerade zu faul. Sollten wir bei Gelegenheit aber auch mal machen. Aber halt nicht jetzt. Jetzt habe ich gerade keinen Bock da drauf. Da bin ich einfach mal zu faul dafür. So, offensichtlich liegt hier aber keiner rum. Dafür finden wir aber nochmal was zum Ausgraben. Ist natürlich auch gut. Nehmen wir das mal eben. Was haben wir da? Noch ein Fossil. Okay. Sehr gut. Immer her damit. Immer ran an den guten Mann damit. Regenschirm wieder in die Hand. Das hört ja nicht auf zu rechnen. Mein Gott, heute haben wir eine richtige Schneckenplage hier, ne? Schon wieder eine. Gerade habe ich auch schon eine gesehen. So, die Tamara geht auch lieber rein. Alle gehen sie lieber rein. Kann ich ja irgendwie nachvollziehen. Ah, na guck mal, da ist ja noch was zum Ausgraben. So ganz versteckt an den Strand gespült hier. Was haben wir da? Ach, ein Gyroid. Okay. Und welcher ist das? Ein Rhythmoid. Okay. Wir können ja eigentlich mal gucken, dass wir da nochmal einen zu Hause hinstellen, ne? Ich habe ja einen. Einer ist ja gar nicht an, sozusagen. Also was heißt sozusagen? Der ist ja wirklich nicht an. Vielleicht finden wir da mal einen, der besser zu der Musik passt, die wir auch bei uns haben. Hallo Julian. Na, wir sind auch freiwillig wach. Na gut. So, war da gerade was noch zum Ausgraben? Nee. Das habe ich mir nur eingebildet. Na gut. Gut, gut. Dann wollen wir mal hier ein bisschen hoch. Jetzt können wir ja mal hier schauen. Bei der Birgit wohnt ja eh jemand Neues. Hier die Franka. Mhm. Das ist die Birgit. Die geht aber auch rein. Okay. Wo ist denn die Franka? Da ist sie. Okay. Das Haus von Franka. Sehr schön. Ist die denn da? Ist die wach? Gute Nacht. Bitte nicht stören. Tja, das wird dann heute, glaube ich, nichts mehr. Dann müssen wir da morgen mal vorbeigehen und Hallo sagen. Huch, ich würde gern hier durch. Hat's aber ein bisschen ungünstig gebaut, ihr Haus, ne? Naja, ich kann's ja schlecht abreißen. Und ich habe jetzt auch keine Lust, die ganzen Bäume da umzusetzen. Hallo Rex. Na, gehst auch lieber rein? Na gut, heute gehen sie alle lieber rein. Ist auch okay. So, was war das denn? C2, ne? Da ist das dann, okay. Dann gehen wir da doch mal hin, eben, würde ich sagen. So, einmal runter. Bin jetzt richtig? Ja. Ah, da ist noch Unkraut. Das mache ich noch eben weg. So, hüpf. Immer raus damit. Komm, wir gehen mal eben ganz kurz noch bei der Müllkippe vorbei. Kommt mir so als spontane Eingebung.
Jetzt haben wir da ein Ring-Outfit, okay. Und was ist das da? Ein Blau-Weiß-Outfit, na gut. Sebastian, wir können ja mal eben lustig Klamotten angucken. Ja, Apfel-Outfit und Neuner-Dings hatten wir, glaube ich, gesehen. Ja klar, das hatten wir doch letztens. Oder spinne ich jetzt? Ja, Neuner-Outfit, nee, braucht auch kein Mensch. So, das ist jetzt, weiß ich gar nicht mehr. Um Gottes Willen. Muss ich mal eben gucken. Das ist das Blau-Weiß-Outfit, okay. Na, das geht ja sogar noch, aber da sehe ich aus wie eine laufende Serviette. Ist jetzt auch eher ein bisschen blöd. Ach, das andere war das Ring-Outfit. Na gut, nee, dann bleibe ich doch mal lieber beim Mosaik, denke ich mal. So, dann gehen wir jetzt mal eben zu Smeral darüber. Heute mache ich aber echt einen ganz gemütlichen Tag, ne? Laden hat halt nicht auf, was will man da groß machen? Geh bald viel spazieren. So, mein Gott, jetzt war ich zu blöd, das Zelt wieder zu finden. Ach ja, ich bin schon gespannt, was hier heute kommt. Mal gucken. Jihi, hatata, jihi, hatatata. Ja, hatatatata. Ja, für den mickrigen Preis von 50 Sternis meine Zukunft zu ersagen zu lassen, klingt sehr gut, wahrsage mir. Dann fangen wir mal an. Kihamoa-tata. Ja, das kennen wir jetzt alles schon 100 Mal. Ah, ich habe Kontakt. Oh Gott. Auf einer Bank wird ein tollpatschiger Opa ein Loch graben. Ich versuchte es mir gerade kurz bildlich vorzustellen, es wurde nicht besser. Das sehe ich. Das bedeutet, Gutes wird geschehen und Schlechtes wird geschehen. Aber lass dich nicht von den kleinen Dingen unterkriegen und tu immer, was du für richtig hältst. Das bedeutet es und mehr bedeutet es nicht. Das war alles. Gib mir jetzt meine 50 Sternis. Ja. So, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jedes Mal rausgehen muss, aber ich würde mir gerne nochmal eine Vorhersage holen. Und am liebsten eigentlich auch eine, wo dann, ja, wo dann halt, die dann irgendwas bewirkt, ne? Hatten wir ja einmal, wo sie dann danach nochmal so ein Haar, irgendwas Schein bekam und dann ja sagte, dass das wohl für Geldgeschäfte oder sowas halt war. Irgendwie sowas war das doch, weiß ich gar nicht mehr. Ich spiele zu viel Animal Crossing, ich kann mich da nicht mal an alles erinnern. Ja, mickrigen Preis von 50 Sternen ist ja klar, machen wir nochmal. Ja, dann fangen wir mal an. Kihamo, tralala, genau, kennen wir schon. So, ahem, ich habe Kontakt. Auf hoher See wird ein schwitzender Leimeimer Fische fangen. Okay, cool. Ja, das sehe ich. Ich möchte gar nicht wissen, was du da mit deinen Duftkerzen da wegrauchst manchmal, aber es scheint gut zu sein. Das bedeutet, Gutes wird geschehen und Schlechtes wird geschehen. Aber lass dich nicht von den kleinen Dingen unterkriegen und tu immer, was du für richtig hältst. Das bedeutet es und mehr bedeutet es nicht. Ja, so, dann hast du dann 50 Sternis. Wisst ihr was? Ich probiere mal, ob ich direkt nochmal quatschen kann. Nimm's nicht zu ernst. Denk einfach an die schönen Dinge im Leben. Wenn ich dir noch einmal wahrsagen soll, komm einfach vorbei. Leb wohl. Ach so. Ja, cool. Aber dann kann man wohl anscheinend wirklich beliebig oft hier rein und rausgehen, wie es aussieht. Ach komm, wir haben heute nichts zu tun. Machen wir halt nochmal. Machen wir einen großen Horoskop-Wahrsage-Klimbimstag hier. Ist auch super. Jihi, hatatata. Genau. Kennen wir schon. Ja, komm. 50 machen wir nochmal. Eine machen wir noch. So, dann fangen wir mal an. Ja, Kiamotata, Lutatata, ja, ich habe Kontakt. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Bei einem Schild wird ein eingeschnappter Geschäftsmann Fische fangen. Ach, der fängt auch Fische. Na gut. Ja, das, vielleicht hat das ja alles mit dem Angelturnier zu tun oder so. Man weiß es nicht. Das sehe ich. Das bedeutet, lass mich raten, Gutes wird geschehen, Schlechtes wird geschehen. Und das bedeutet es und mehr nicht. Ja, wir lassen uns von den kleinen Dingen nicht unterkriegen. Gut, das kennen wir jetzt alles schon. Ach, schade. Mist, da hatte ich auf mehr gehofft jetzt. Egal. Nehmen wir es halt so hin. Gut, dann lassen wir die Smeralda was Smeralda sein für heute. Ich glaube, da kommt heute nichts Spannendes bei rum sonst. Ach ja, ich hätte aber trotzdem gern mal mehr Besucher in der Stadt, bitte. Ich würde den Vinci gerne mal öfter treffen und nicht immer nur die Aziza. Und den Rainer habe ich ewig nicht gesehen. Und ach ja, das wäre schon fein. Gut, ja, wisst ihr was? Dann mache ich das jetzt mal ganz gediegen. Dann wird das heute mal die gemütlichste Folge aller Zeiten werden, die ich bisher aufgenommen habe.
Ich gehe jetzt nämlich einfach meine Post wegbringen und dann machen wir halt einfach Feierabend. Sind wir halt nur mal so eine Runde durchs Dorf geschlendert. Ist auch schön. Willkommen, wie kann ich helfen? Brief versenden würde ich gerne, genau. Sollen wir eigentlich mal noch ein bisschen die Rate bezahlen? Ich meine, wir haben ja 24.000. Ist eigentlich ein Plan, oder? Wisst ihr was? Komm, das machen wir mal. Ich hau mal ruhig so 20.000 raus. Ich könnte sogar alles bezahlen. Ich habe drei Fossilien von heute, die wir heute nicht verkaufen können. Morgen kriegen wir ja wieder drei. Apropos drei. So, einen habe ich noch. Bitteschön. Dann bezahle ich jetzt einfach mal all mein Geld. Und, ja, morgen haben wir insgesamt sechs Fossilien zum Verkaufen. Das sollte ja ein bisschen Geld wieder reinbringen, wa? So, Pelli, ich muss dich nochmal stören. Rate Konto. Bei wie viel waren wir denn? 550.000, glaube ich. Ach, cool. Habe ich mir so richtig gemerkt. Sehr schön. Da, nimm all mein Gold. Nimm all mein Gold, Halunke. Einkaufen kann ich ja eh nichts, ne? Da kann ich auch ruhig mein ganzes Geld hierfür verprassen. So, jetzt schuldest du ihm noch 525.684 Sternis. Vielen Dank. Ja, ist ein wunderbar krummer Betrag jetzt wieder, aber ist auch egal. So, schon gut. Ach wirklich, komm bald mal wieder vorbei. Machen wir. Ja, nee, dann, wie gesagt, dann klemme ich mir den Rest jetzt einfach heute. Wir können ja eh nichts groß machen. Hatte jetzt irgendwie auch heute nicht den Bedarf, irgendwie groß nach Jobs zu fragen oder sowas. Dann machen wir ja halt. Haben wir heute mal einen ganz gemütlichen Tag mit dreierlei Wahrsagen sozusagen. Ist auch schön. Haben wir ja was Spannendes hier gemacht, wa? Das ist ja hier total spektakulär, dieser Tag. Ja, nee, dann beenden wir das aber einfach hier, würde ich sagen. Dann, ja, danke ich euch auf jeden Fall aber wie üblich fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wenig los war dieses Mal. Und ja, dann sage ich einfach mal bis morgen mit hoffentlich mehr Dingen, die wir tun können. Da gehe ich auch nicht wieder um kurz vor 7 morgens rein. Ne? Dann, ja, wie gesagt, sage ich einfach mal bis dann.